Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Life is Feudal. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Stunden schon mit verbracht, jetzt Pflanzen hier zu sammeln für Flux, um dann einmal die Türen herzustellen und dann die Mörtel, also Mortar, ist ja noch alles hier auf Englisch, sind aber anscheinend dran, mit der Community irgendwie das zu übersetzen. Wir haben errechnet, dass wir für beides brauchen, also für die Stahl, das sind ja die Loks, die wir dann herstellen, und dann die Türen dazu, damit die auch Schlösser halt haben. Brauchen wir mit dem Mortar zusammen, was war das, 120 Stück. Und ich habe hier zum Beispiel jetzt schon 83. Der X-Sider ist jetzt auch gerade dran, mit seinen Pflanzen fertig zu machen. Ich habe hier nur ein paar, die ich hier, also einige wenige, das sind 10 verschiedene Pflanzen, die ich zum Beispiel habe, die ich miteinander kombinieren kann. Und das jetzt einmal da wechseln. Die eine Pflanze ist ja schon leer gegangen gerade. So, dann muss ich die aufwechseln und zwar in die. So. Es geht sogar genau auf. Das ist echt genial. So, ich denke nämlich, der wird auch noch so an die 20, 30 oder so haben. Wenn sogar nicht sogar 40. Dann müsste es definitiv reichen. Ich habe jetzt hier schon 88 Stück. Da haben wir vielleicht sogar noch was übrig für die nächste Baustelle. Wobei ich überlege. Was könnten wir als nächstes bauen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher und der X-Halter meinte Stall oder irgendwie sowas. Aber ich denke, danach werden wir erstmal uns darum kümmern, dass wir mal um die Kampfsachen und um den Berg weiter kümmern, weil den müssen wir auch noch ein bisschen gerade kriegen, beziehungsweise den Berg eliminieren. Hier ein bisschen ist noch an der Seite. So, dann können wir noch 21 Stück theoretisch. Also über 100 komme ich alleine jetzt hier schon. Die hohe Zahl kommt aber nur daher, weil der X-Halter schon 33 Stück schon mal hergestellt hatte. Da hat er wirklich eisern dran gearbeitet. Ich natürlich auch, das sieht man mit den anderen Sachen hier, aber der musste ja noch ein paar Pflanzen erst herausfinden und deswegen war da schon recht viel da zustande gekommen. Wir haben ins Lagerhaus das getestet und es erfolgreich geschafft, Kisten reinzustellen. Bis jetzt sind sie auch da geblieben und sind halt nicht verschwunden, was schon ganz nice ist, denn das heißt, man kann nicht nur das Lagerhaus mit 15.000 Gewicht, also Stone heißt das Gewicht halt, belagern, sondern kann auch noch sicher die Kisten da reinschmeißen. Dann kann man das eben halt aufwerten, so eine Art wirklich Lager und das Haus zum Haus machen. Weil wir hatten früher ein Haus, da haben wir dann Kisten tausendfach reingeschmissen und man konnte das Haus selber nicht anklicken und öffnen, um da was reinzuschmeißen. Man hat da wirklich Kisten reingeworfen. Das fand ich nicht ganz so schön. Stand in jedem Raum, statt ein Bett oder so, standen da wirklich Beutel, Beutel, Beutel über Kisten, Kisten, Kisten. Das war echt nicht schön. Aber jetzt können wir das wirklich schön trennen und das Haus schön einrichten mit Betten, vielleicht Schränken oder irgendwie oder eine einzelne Kiste und vielleicht Licht oder irgendwas. Irgendwas, was es schon gibt. Okay, ich rede schon wieder über Deko. Das ist. Ach, typisch ich. Na gut. Wie oft können wir noch? Sechsmal. Seit einem kurzen Update kann man auch zum Beispiel, wenn hier so eine Erzählungsgeschichten oder sowas kommt von irgendwas, was man gerade meinem Charakter irgendwie in den Kopf geschossen kam, kann man jetzt ausblenden. Man kann jetzt ein Pfeilhäkchen reinsetzen und dann das auf OK drücken. Dann kommt das nur noch hier unten anstatt hier mitten im Spiel. Mitten direkt da, wo man eigentlich gerade aktiv was machen will. So, ich habe 114 Flux. Das ist schon fast komplett das, was wir hier brauchen für das Ganze. Ich habe 47. Der X-Halter sagt gerade, der hat 47 bereits.
Das ist echt Wahnsinn. Dann werde ich ihm mal das, was ich nicht brauche, gerade für die Stahlbarren rauswerfen. Ich brauche für die Stahlbarren, glaube ich, 96. Die 18, die übrig sind, schmeiße ich mal rein und verschwinde von hier und werde mal die Stahlbarren schnell machen. Damit wir die Türen herstellen und dann endlich. Oh. Hast du den zu 96 mitgenommen? Werde ich dann dementsprechend mal hier kurz alles herstellen. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Türen brauche gerade. Wahrscheinlich muss ich noch Eisenerz oder so schmelzen, könnte sein. Aber das geht ja auch recht schnell. Aber da fehlen echt so viele Bäume. Hat er ja ordentlich hier alles umgemäht, der X-Hider. Das ist ja echt krass. Auf jeden Fall sehe ich dafür die vielen, vielen Äpfelbäume hier, die uns anscheinend den Weg weisen zur Mine. Alle anderen Bäume sind hier umgemäht worden, also umgeholzt, umgemäht. Kein Rasen. Mensch. So. Da sind wir auch schon wieder bei der Mine. Herrlich. So, gucken wir mal, wo haben wir denn die Kohle hingeschmissen? Da. Das brauchen wir ebenfalls und die brauchen wir. Da bin ich auch schon zu schwer. Egal. So, wo haben wir das denn? Ich glaube, in den hier haben wir das reingeschmissen. 42 Stück. Ich bin gerade am Überlegen. Es waren. Die schmeiße ich da noch nicht rein. Das ist mir zu gefährlich. So, schmeißen wir auf jeden Fall das rein, damit das aufgeheizt wird hier. Die müssen nämlich jetzt erstmal heiß werden. Dann müssen wir gucken, haben wir das Teil ausgerüstet? Ja, haben wir, aber ich weiß nicht. Ich glaube, dazu brauchen wir das Fortgeschrittenere. Habe ich das jetzt schon wieder da hinten liegen lassen? Toll, der X-Heiler lacht schon wieder, das war ja klar. Sagen wir es ihm aber nicht laut. Ich habe es schon wieder vergessen. Scheiße, und ich habe. Entschuldigung. Und ich habe die Sachen hier schon wieder drin gelassen. Also ich habe hier auch noch mal Kräuter, sehe ich gerade. Und es könnte sogar sein, dass irgendwas. Ja, das da ist noch mal für mich, für Flux. Eieieiei. Wollen wir das jetzt echt alles mitnehmen? Ach komm, lassen wir da drin. Obwohl. Ich müll hier echt alles zu. Die Jungs können wir später sehen. Ich habe das Ding wirklich vergessen. Ich muss nochmal schnell zurücklaufen. Dann nehmen wir irgendwas Sinnvolles mit. Gut, dass unser Deck jetzt so voll ist, deswegen geht das so schnell nicht leer. Jetzt müsste ich jetzt hier wieder so eine Laufpause machen. Hier ganz viele Bäume weg. Da sehe ich super, wo ich hinlaufen muss. Das ist echt klasse. Da hat er echt an mich gedacht, und während er die Loks geholzt hat, um uns den Weg, ja, das Haus hier, das ist dreistöckiges Haus soll das sein? Plaster, ne? Plaster, Plaster, genau. Plaster, Plaster. Gut, dann laufen wir wieder zurück, weil es so schön ist. Ich bin immer so verpeilt. So, gucken wir mal, ob es direkt im Haus ist, sonst muss ich einmal rumlaufen. Nein, es scheint da nicht drin zu sein. Wir sind auch schon hier am Leder machen und hier in den Wannen ist, glaube ich, Flachs drin. Oder irgend. Auch Leder. Ist interessant, dass er da immer nicht ins TS kommt, damit man sich gegenseitig auch richtig hört. Ah, mit den schönen Kopfhörern höre ich gar nichts. Ich
Ich kann nämlich genau sagen, wo eigentlich ein Tier ist. Hahaha. Die Dinger sind toll. So. Da hinten liegen auch Bäume. Das ist ziemlich verwirrend. Also, bevor ich jetzt komplett nochmal irgendeinen Blödsinn mache, ich glaube, ich habe jetzt alles mit. Und wenn nicht, bin ich schon wieder fast bei Amine. Also von daher, ja, egal. Es liegt hier eigentlich Hartwut, ne? Ja, gut, okay. Säge habe ich nicht ausgerüstet, ne? Aber es, die Kohle müsste ja eigentlich reichen. Wenn nicht, dann muss ich doch nochmal schnell irgendwo jetzt Billets herholen, damit das funktioniert. Ich glaube, ich muss mal zwischen einer Aufnahme ganz viel Kohle herstellen. Irgendwie verbrauche ich so wahnsinnig viel. Heiß machen? Hallo? Der will das nicht heiß machen. Also müssen wir das doch mal in der Schmelze versuchen. Ich verwechsel irgendwie mal alles. Nein! Da ist was drin, was ich jetzt. Doch, kann ich schleppen. Okay, cool. Muss ich das ja auch nicht hinschmeißen. Nam nam nam. Das rein. Das rein. Und dann geht's los. Ah, ich glaube, ich weiß, warum das nicht geht. Ich glaube, der Kiln war noch kaputt. Ich glaube, der ist kaputt. Nee, der sieht heil aus. Mal untersuchen. Beim letzten Mal stand nämlich ist broken. Nee. Durability ist auf der Hälfte. Sollte also eigentlich gut sein, aber der wollte halt nicht. Voller Sack. Da funktioniert es wunderbar. Wird heiß. Super. Dann rüsten wir das eine Teil hier schon mal aus. Vom alten aufs neue. Brauchen wir denn noch irgendwas? Ja, wir brauchen gleich den Schmiedehammer. Können wir den da oben hinschmeißen? Jupp. Wunderbar. Ich habe an Schmiedehammer gedacht. Ja, sollte man mich auch mal loben. Das ist echt nicht schlecht. So, schmeißen wir das Ding hier rein. Dann haben wir auf jeden Fall wenigstens was Primitives hier und das vergesse ich dann wenigstens nicht. Wenn ich dann das nächste Mal hier was machen möchte. Ein bisschen Erz, ein bisschen Erz. Ha, muss ich noch alles verarbeiten und noch mehr. Es liegt alles noch vor mir. Und vor dem lieben Exciter. Hihi. Gucken wir mal. Die Bäume haben nichts, ne? Nö. Keine Äpfel. Irgendwie höre ich gar keinen Ton vom Spiel. Also das Spiel hat auf jeden Fall ab und zu mal Probleme, wenn man rein und raus tappt vom Spiel oder so, minimiert halt, geht entweder der Ton weg oder macht einen fehlermäßigen Ton. Das hatte ich die letzten Male auch schon. Ist dann so ein komischer Ton noch mit zu den Klängen dazukommen. Also schon ein bisschen nervig. Aber es ist ja noch die Alpha. Da darf es noch so eine Fehler haben. Nicht so wie bei Guild Wars. Da funktioniert der Mega-Zerstörer immer noch nicht. Obwohl heute hat er mal funktioniert, glaube ich. Ja. Okay, das dauert noch ein bisschen. Ich überlege gerade, ob ich mich ins Bett lege. Ich habe ja hier in der Mine ein Bett gesetzt. Man kann sich aber gar nicht ins Bett legen. Das ist ja doof. Ich will mich ins Bett legen. Ich komme noch nicht mal rauf, weil die Decke zu niedrig ist. Fußabdrücke drauf gemacht. Oh, ich habe dreckige Füße. Dann laufen wir erstmal wieder hier raus hier. So. Was brauchen wir denn eigentlich für das Mod? Da kann man das irgendwie nachgucken? Kann man das hier irgendwie bauen? Ich
glaube nicht. Nee. Aber was brauchen wir für die Doors denn? Jeweils eins. Ja, die sind auch noch mal teuer. Also wir müssen auf jeden Fall noch schmelzen. Das heißt Kohle machen, schmelzen, also Eisen. Das wird noch ein Haufen Arbeit. Das mache ich aber auch wieder in der Aufnahmepause. Das ist jetzt ja nicht ganz so spannend. Ja, dann mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Da zeige ich euch, wie es dann hier weitergeht. Ciao.